Ach, lasst mich doch in Ruhe, Alter. Was habt ihr denn gegen mich hier? Ja, schießt ruhig in die Menschenmenge mit euren Pfeilen rein. Gar kein Ding. Bringt eure eigenen Leute um. Kein Ding. Oh. Ja, und damit er wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Assassin's Creed Valhalla auf dem PC. Folge 114 im Live-Chat geht es auch wieder ab. Was geht? Es geht gut. Lange nicht mehr gehört. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich wollte dann nach oben gehen. Ich vergaß. Birstan. Der, wie es aussieht, relativ unfähige Aldermann. Gucken wir mal rein. Du hast das Unmögliche erreicht, Denin. Du hast meinen verirrten Ganter in den Stall zurückgebracht. Meine launische Geliebte, deren Wolken die Sonne über meiner Rückkehr verdunkeln. Deine Tane haben das Ale getrunken, das der Abt uns geschenkt hat. Und zwar alles. Nun, das ist eine Tragödie, die mein armes Herz nur schwer verwinden wird. Wenn er mir dieselbe Zuneigung entgegenbrächte wie der Jagd auf Wild, hätte unsere Ehe vielleicht überlebt. Was also wollt ihr von mir? Es ist eher eine Herzens- als eine Staatsangelegenheit, Eivor. Das bisschen Leidenschaft, das zwischen uns bestand, ist längst durch dauernden Streit verblasst. Wir wünschen uns Freiheit, Eivor. Ich von meiner Gattin und meine Gattin von Estsexe. Ich bin eine zu grobschlächtige Waffe für diesen Auftrag. Warum geht ihr nicht einfach eurer Wege? Oh, wäre ich nur eine Dänin, wo Scheiden so leicht ist, wie Kehlen aufzuschlitzen. Aber so einfach ist das nicht. Was hält euch ab? Euer König Alfred? Wir vermählten uns nicht aus Liebe, sondern weil wir mussten. Alfreds Vater beschloss unsere Ehe, um die Verbindung zum Frankenreich zu stärken. Sie darf nicht zerbrechen. Sagt, was ihr wollt, klar und deutlich. Und ich tue es. Dieses Gerede ist ja nicht auszuhalten. Wir hatten einen einfachen Plan. Eine Frau geht verloren, die andere wird gefunden. Vor einiger Zeit bezahlten wir einen Dänen, damit er mich entführt und ins Frankenland bringt. Wie du siehst, hat er sein Versprechen nicht gehalten. In anderer Hinsicht war er sehr viel gründlicher. Manch Nordmann nimmt Geld schnell an und verdient es sich nur langsam. Wenn ich mein Wort gebe, halte ich es auch. Könnten wir die Entführung erneut versuchen? Der Plan ist fertig. Wir brauchen nur eine zuverlässigere Person, die ihn durchführt. Das muss ein großes Spektakel werden. Laut und ungestüm, mit vielen Zeugen. Während des Luchnasan? Mit ausgelassenen Bauern und abgelenkten Wachen? Für deine Überfahrt brauchst du ein schnelles Schiff und einen Schiffsführer, der Englerland den Rücken kehren will. Wir könnten ihn fragen. Ich dachte, er reitet lieber andere Dinge als Wellen. Wir treffen uns auf dem Markt, Eivor. Wir brauchen Speisen und Ale, um die Gemüter unserer Gäste zu beruhigen. Meine Gattin ist eine gütige und aufmerksame Gastgeberin. Das Einzige, was meine keifenden Tane im Zaum hält. Und die gefundene Frau? Eine schöne Maiknospe. Alfida, meine Jugendliebe. Ich verließ sie vor 20 Jahren in Meldun, um diese stachelige Rose zu heiraten. 20 Jahre? Kann ein so alter Funke neu entflammt werden? Wir können nur hoffen. Du musst die Glut anfachen. Finde sie, bringe sie zu meinem Anwesen am See und entzünde ein Feuer. Dann werde ich kommen. Ich glaube, sie lebte im letzten Haus in Meldun. Ein kleines Heim, in dem zärtliche Erinnerungen entstanden. Ich werde tun, was ihr verlangt, und Freya um Erfolg für dieses Liebesspiel bitten. Viel Glück bei diesem Unterfangen, Eivor. Ich bete, dass du meine Alfida so hübsch und sehnsüchtig vorfindest, wie sie einst war. Also sollte ich zuerst nach Alfida suchen oder mich mit Estrid auf dem Marktplatz treffen? Sie wird sich an mich erinnern, oder? Doch was, wenn sie bereits vermählt ist? Oder begraben unter kalter Erde? Nein. Daran darf ich gar nicht denken. Okay, ja, das ist ja wieder. War im Krankenhaus, darum war etwas schlecht. Oh Gott, was war denn da los? Ich will jetzt natürlich nicht zu bedrückend fragen. Das hatten wir uns schon mal durchgelesen, als wir uns hierhin verirrt hatten. Ich habe wieder ein paar Fertigkeiten. Dann geben sie mir doch mal her. Nahkampf, Widerstand. Oh, geil.
Fähigkeiten, Schaden, Weg des Bären, Nahkampfschaden nehme ich doch auch ganz gerne mal mit. Ah. Okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Gucken wir mal, welche wir nutzen. Ich glaube, ich gehe erst zu... ihr. Okay, warum jetzt genau... Achso, ja, so. Hilf Estrid. Und was haben wir hier? Finde Alfida. Genau. Okay, gut. Naja, dann machen wir doch dich zuerst, weil du bist näher dran. Genau. So. Das ist ja ein Ding. Ich lese mir das jetzt durch und werde das aber für die YouTube-Aufnahme nicht erwähnen, ja. Muss ja nicht jeder wissen. Ah ja. Oh, krass. Stark, ey. Stark. Ja. Hast du Glück gehabt. Das wird noch gerade mal so gut gegangen ist. So, da musst du echt aufpassen. Schwein gehabt. Mensch, Mensch. Oh Mann. Naja. Gut. Ach, lasst mich doch in Ruhe, Alter. Was habt ihr denn gegen mich hier? Ja, schießt ruhig in die Menschenmenge mit euren Pfeilen rein. Gar kein Ding. Bringt eure eigenen Leute um. Kein Ding. Oh. Wenn da schon Sachen auf dem Boden liegen. Sehr schön. Diesen Akzent finde ich echt toll. Ich komme zuerst zu dir. Dein Anliegen erschien mir drängender. Und nun erwartet meine Ehe den Hieb deines Richtschwerts. Wird es nicht komisch sein, diesen Ort zu verlassen? Du hast dein halbes Leben hier verbracht. Ja, aber was hält mich hier? Eine lieblose Ehe und die Grabügel zweier Kinder, die nie geatmet haben? Du klingst traurig. War deine Zeit hier immer schon tragisch? Es gab Tränen, aber auch große Leidenschaft. Liebe, Dummheiten, Reue. Doch, geht es nicht jedem so? Die Besten zehrten davon. Was ist mit eurem Plan, der Entführung beim Luchnasad? Ist das ein christliches Fest? Ja, ein wundervoller Abend. Die Ernte wird gesegnet. Es gibt Früchte und Feuer. Es wird getrunken und getanzt. Zecher mit vernebelten Sinnen und glasigen Augen. Das ist gut für uns. Und was ist mit dem Schiff, das dich nach Hause bringt? Ich kenne das Richtige. Und der Schiffsführer ist voller Feuer. Komm, ich bringe dich zu ihm. Holger Estrid. Na gut. Dieser Schiffsführer, wer ist er? Nicht viel mehr als ein Bursche von 17 Jahren, voll jugendlichem Draufgängertum. Ein Sachse? Ein Däne, obwohl Edred euch Plünderer nennt. Er sagt, ihr wärt ihr, um Engerland auszurauben. Einige vielleicht. Doch ich kam um ein Fleckchen. Ey, ich bin doch hier mit der Gattin unterwegs, ja? Und ihr kommt... Please, Alter, und sie verlieren mich nach einer Kurve. Selbst schuld, sage ich dir auch ganz ehrlich. Einige vielleicht. Doch ich kam, um ein Fleckchen Land zu besiedeln. Ich bin nicht wild da. Ah, schön, das hier ist halt nicht hier. Zu Ende. Das ist ein Hurenhaus. Der Schiffsführer heißt Rolf, in meiner Sprache Rollo. Erzähle ihm von unserem neuen Plan und stimme jeder Belohnung zu, die er verlangt.
Du wirst ihn überzeugen müssen, denn wir gingen nicht im Guten auseinander. Ich überzeuge ihn. Mit Worten oder mit Gewalt. Sei du nur bereit für mein Zeichen auf dem Luchnassat. Hurenhaus. Aha. Rolf! Bitte! Ich bin nur ein armer christlicher Bruder und habe nichts mehr zu geben! Jemand ist an der Tür. Oh, ist das die Hundin, um die ich bat? Estrid schickt mich. Hat sie das? Als Abschiedsgeschenk für den Mann, der ihre Glocke zum Klingen brachte? Nein, ich bin hier, um dich zu holen. Kann das warten? Hey! Bringt den raus, der sich Rolf nennt. Die Männer des Königs haben ein paar Fragen an ihn. Nein. Einen Moment, bitte. Tag, die Herren. Herein. Los! Hilf mir mal! Ihr verfluchten Dänen, öffnet die Tür! Rax, schnell! Folge mir! Wir haben dein Lager gefunden. Alle deine Freunde sind gut verspürt. Niemand wird dir jetzt noch helfen. Deine Krieger haben eine bessere Unterkunft. Bruder Mosevus liebt Öl, je heißer, desto besser. Bruder Alexander liebt die Gesellschaft der süßesten Bärte. Bruder Martin zwei Damen, eine blond, die andere extrem haarig. Bruder Asen trinkt gerne und sieht gern zu. Bruder Michael Ziegen sorgt dafür, dass Philippas Hörner abgefeilt sind. Mönch David Kerzen, wir müssen mehr von der Abtei bestellen. Bruder Tepavus Hart. Mios? Estrid hat nicht gelogen. Du hast Feuer. Und woher kennst du Estrid? Ich bin nur eine Freundin. Eivor vom Rabenclan. Der Melodie deiner Stimme nach ein Nordlicht. Dann musst du mir vergeben. Die Sachsen kannten mein Lager. Es war unbedacht von mir, meine Krieger zurückzulassen. Geh zu deinen Männern, wenn du musst. Sag mir nur, wo ich dich finden kann. Wir haben viel zu besprechen. Nordöstlich von hier an der Flussmündung. Folge mir oder komm, wenn du Zeit hast. Ich lauf direkt hinterher. Sächsische Hunde! Rolf der Hundestüme? Ich zeig's euch! Bald bin ich Rolf der Kastrierer! Oder Rolf der Schreihals. Zügle deine Zunge. Hast du auch Ivar dem Knochenlosen seinen Namen gegeben? Ich hab am Lagerfeuer von seinen Taten gehört, aber den Namen habe ich nie verstanden. Er war schon der Knochenlose, als ich ihn traf. Ich weiß nur, dass seine Gebeine inzwischen verbrannt wurden. Und König Elfred? Kannst du dir ihren König auf dem Himmelsmantel vorstellen, den Tyr unseren Ländern schickt? Er würde blau anlaufen, wie mein Vater, wenn der Met zu stark geraten war, sich in den Schnee kauern und an einen warmen Hund klammern. Bei all dem Gerede sehne ich mich nach den alten Zeiten, den guten alten Zeiten. Okay. Na, gucken wir doch mal. Ach komm. Das haben wir doch hinter uns jetzt hier mit dem Kampf. Lasst mal gut sein. Geht nicht gut für euch aus. Das geht gar nicht gut für euch aus. Auf ganz entspannt den Abend ausklingen lassen. So ist das schön. Haus des Aldermanns. Ach so. Ja gut, wir reiten da jetzt durch, wa? Verlassen dann die Stadt. Naja, lassen wir uns Zeit. Nehmen wir uns die Zeit.
Auch mal zurücklehnen, einfach mal ein bisschen das Bild genießen, was hier automatisch abgespielt wird. Auch gut. Komm, gib Gas. Wie viel ist es noch? 400 Meter? Nee, gib Gas, Alter. Perfekt. Jetzt rase ich ihm davon. Oder was? Ja, wir sind halt einfach der bessere Reiter. Das Schöne ist, sobald ich ankomme, ist er auf einmal auch da. Das ist auch gut. Na wunderbar. Sag mal. Warten jetzt hier. Ach so, ja. Okay, cool. Haben sie wenigstens dann drauf geachtet. Was soll das? Warum sind meine Leute gefesselt? Es ist schlimmer als gedacht. So viele meiner Leute sind tot. Und der Rest geht sich an die Gurgel. Sie glauben, einer der euren sei ein Verräter. Locke und Gerhild sind schon das ganze Jahr an meiner Seite. Ich zweifle nicht gern an ihnen, doch meine Leute wurden gefangen und mein Schiff ist fort. Wenn der Verräter noch lebt, schwebt ihr alle in Gefahr. Lass mich mit ihnen reden. Unschuldige haben nichts zu verbergen. Nun gut. Doch pass auf, dass dir Loki keine Lügen ins Ohr flüstert. Während du getrunken und gehurt hast, Rolf, griffen uns die Sachsen an. Und von den beiden fehlte jede Spur. Sie haben uns nicht verraten, Arke. Gerhild ist meine eingeschworene Schildmaid und Locke hat schon meinem Vater gedient. Anscheinend haben die Sachsen nicht Rolfs ganze Gefolgschaft erwischt. Ich sollte mit beiden sprechen und sehen, ob ich im Umfeld des Lagers Hinweise finde. Hm, finden den Verräter. Es könnte helfen, ihre Versionen in Frage zu stellen. Gerhild, richtig? Ja, Rolfs eingeschworene Schildmaid. Ich habe ihm treu und redlich gedient. Wieso glaubst du, ich hätte ihn verraten? Du warst nicht hier, als die Sachsen angriffen. Ich habe gejagt. Es gibt viel Wild im Gehölz vor dem Lager und unsere Leute brauchen Fleisch. Was hast du gejagt? Hasen für Eintopf, Rolfs Leibspeise. Wie stehst du zu Rolf? Ich habe ihm Treue geschworen, solange Englerland und diese fränkische Drude ihn nicht vom wahren Weg abbringen. Unser Volk hat Besseres verdient. Ich höre Neid. Auf Estrid oder auf Rolf? Du weißt gar nichts, Rabenschnabel. Ich sorge mich um meine dänischen Landsleute. Du findest hier keinen Verrat. Das reicht. Fürs Erste. Locke, ja? Wie lautet deine Geschichte? Ich soll dir was erzählen? Dann bring mir einen Krug Ale und wir reden unter Gleichen. Wenn nicht, kannst du hängen. Wo warst du, als die Sachsen kamen? Auf der Hasenjagd, nicht wahr? Ich bin die Karotten und drüben so leid. Dann hörte ich Gerhild rufen und Hel ward entfesselt. Hast du überhaupt irgendwas gesehen? Gerhild, die mit einem Sachsen sprach. Hab nichts gehört, doch es war nichts Gutes, so viel ist klar. Warum sollte ich dir glauben? Du könntest lügen, um deine Haut zu retten. Frag sie. Sie sagt, sie sei Rolf treu ergeben, aber ich kenne sie von klein auf. Sie war immer schon ehrgeizig und arglistig. Wie lange dient dein Schwert Rolf schon? Ich schwor seinem Vater einen Blutschwur. Wenn das heißt, dass ich ihm den Arsch abwische, bis ich sterbe, dann soll es so sein. Und wenn er stirbt, wäre dein Schwur erfüllt. Du musst des Kampfes müde sein. Eines Tages zeche ich in Odins Halle, aber nicht mit der Schmach der Ehrlosigkeit an meinen Händen. Das war alles für den Moment. Vielleicht finde ich Beweise, um ihre Geschichten zu überprüfen. Gerhild, können wir noch mal reden? Locke beschuldigt dich des Verrats. Er sah dich bei einem Sachsen.
Locke? Und du glaubst dieser alten Krähe? Seine Knochen sind morsch und sein Verstand verlässt ihn. Oder er wälzt sich in Eifersucht. Such dir was aus. Das reicht. Fürs Erste. Während du getrunken und gehurt hast, Rolf, griffen uns die Sachsen an. Und von den beiden fehlte jede Spur. Sie haben uns nicht verraten, Ack. Gerhild ist meine Eingeschworene. Locke. Das war alles. Gut, nichts zu sehen. Wir machen dann für diese Folge auch erstmal wieder Schluss, Freunde. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Dann müssen wir hier noch ein paar Beweise suchen, scheinbar. Den Verräter ausschalten. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss und bis zum nächsten Mal.